Leute und herzlich willkommen bei Lego. Genau. Nein, zu Jurassic World The Game. Und warum mache ich jetzt Jurassic World The Game? Ja, die Sache ist ja auch, dass ich komplett von vorne anfangen muss. Und ihr seht ja auch gerade, dass ich hier nicht allzu weit bin. Deswegen möchte ich hier gucken, dass ich sehr viel hier erstmal alles nachhole, was ich davor, also ich komme einfach nicht mehr drauf. Wie gesagt, ich habe ja ein neues Handy und ich komme nicht auf meinen alten Account drauf. Bei Drank City irgendwie funktioniert das wohl. Hier klappt das leider nicht. Ja, das ist natürlich schade, aber da kann ich halt nicht ändern. Deswegen versuche ich hier, das alles nochmal neu aufzubauen. Ich bin zwar schon etwas weit, aber auch noch nicht allzu weit. Deswegen werde ich eigentlich jetzt nicht wirklich krass viel Jurassic World The Game machen, sondern nur, wenn irgendetwas Krasses ist. Ich werde hier viel vorbereiten müssen. Ich muss hier viel noch machen, bis ich den Indominus Rex habe. Oder bis ich den machen kann, dann werde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich werde dann auch nur Sachen zeigen, wo ich vielleicht was richtig Cooles bekommen habe. Und falls ihr meinen Kommentar unter den letzten Video nicht gelesen habt, du gehst mir ganz kurz auf die Nerven, tut mir leid, denn ich habe jetzt, okay, bei meinem alten Account wisst ihr ja, ne? Da haben wir auch den Indominus gehabt und so weiter. Ja, da hatte ich auch nicht, also ich war schon etwas weit, kann man so jetzt sagen, für den Omega 09. Aber ich konnte ja nicht weitermachen, weil ich nicht, also es ist zwar noch auch noch auf mein Handy drauf, so ist das nicht. Aber das Problem ist ja einfach, mein Handy ist leer. Ich kann es nicht mal aufladen. Also, ne? Da kann ich jetzt nichts mehr dran tun. Deswegen kann ich jetzt eigentlich hier nur was machen. Und deswegen tue ich auch sehr viel. Aber ich mache das eher offline und werde dann auch nur was zeigen. Wenn ich auch wirklich was Cooles oder was Aufregendes, wie zum Beispiel heute, denn gestern habe ich gesehen oder habe ich gedacht, okay, wenn alles gut läuft, brauche ich nur noch eine Mission machen, um den Omega 09 freizuschalten. Und das ist eben auch der Fall jetzt, denn ich habe ihn freigeschaltet. Und das bedeutet, wir können ihn jetzt freischalten und platzieren. Also ich habe mir auch schon sehr viele Videos über den angesehen. Ja, und wir können ihn heute freischalten. Und dazu gehen wir, achso, hier gibt es so einige Änderungen, und zwar hier, da ist ja Omega 09, ich kann Omega 09 freischalten. Und das werden wir auch heute tun. Ich verstehe zwar nicht, warum immer noch so viele Missionen offen stehen, aber ich habe ihn. Ne, da habe ich jetzt auch um die 6000. Den kann ich ja erst, okay, erst wenn ich beide freigeschaltet habe. Okay, denn ich habe hier auch keine wirklich neuen Dinosaurier. Ihr habt ja gerade gesehen, ich entwickle ein paar, aber auch nicht allzu viele. Indominus kann ich fast machen. Ich brauche nur noch ein paar T-Rexe. Aber wir holen ihn, glaube ich, weil ich glaube, das ist somit das Aufregendste, was ich eigentlich auch mal geschafft habe, denn einige haben schon zwei oder fast schon drei Bosse und ich habe noch gar keinen, weil ich wieder vollkommen auf Null anfangen musste hier. Und jetzt sieht man hier auch, wie viel Platz der braucht. Also das ist absolut mega krass, wie viel Platz dieser Käfig braucht. Also ich würde den auch echt hier platzieren. Ja, also ich würde den eigentlich hier platzieren. Dann machen wir den Weg mal ein bisschen anders. Na. So, dann machen wir den Weg mal ein bisschen anders zumindest.
Und da können wir hier so, ja, ich weiß, es sieht hier vielleicht noch nicht allzu hübsch aus. Das muss ich noch alles hier ändern. Aber ja, hier haben wir den Omega 09. Und ich habe auch gerade, oder ich weiß aus vielen Videos, die ich gucke, dass man ihn mit diesem DNS, heißt das auch eigentlich? BDNS, okay, mit den BDNS kann oder muss ich beziehungsweise ihn hochfüttern. Oh, ja. Boss freigeschaltet. Du kannst mit deinem Boss in besonderen Events antreten. Bosse haben keine Abklingzeit nach Kämpfen. Das ist für deine Gegner aber nicht so gut. Ja, was natürlich doof ist, dass er mehr BDNS. Schließe alle Boss-Missionen ab, bevor der Timer zurückgesetzt wird. So erhältst du noch mehr BDNS. Oh, okay. Ne, da gibt's wieder so Missionen, da kann man wieder, ne, schön sammeln. Und da kann man auch seinen Boss damit dann füttern oder beziehungsweise stärken. Ijen streitet jegliche Beteiligung an der Erschaffung dieses T-Rex ab, scheint sich allerdings für seine Kampfgewohnheiten zu interessieren. Oha, der gibt aber ordentlich was ab. Okay, also vom Aussehen würde sich, glaube ich, nicht wirklich verändern. Aber von der Stärke her würde er sich schon. Also wir können, glaube ich. Ja, Sound ist ja jetzt leider nicht da. Vielleicht kann ich den mal ganz kurz anmachen. Aber vielleicht nur ganz kurz. Na, ich bin mir halt eigentlich noch nicht so wirklich sicher, wie das jetzt für euch jetzt klingt, wenn ich das bearbeiten würde, wie das klingt, kann ich jetzt leider sehr schlecht abschätzen. Aber der sieht ja mal mega geil aus. Also den fand ich übelst geil. Ich habe auch schon eine Zeichnung angefertigt, weil ich finde den übelst geil. Ich hatte zwar auch nur den Kopf angefertigt, gezeichnet, aber das sieht voll geil aus mit diesen Effekten. Und der Käfig sieht auch sehr cool aus. Also als Besucher würde ich auch so richtig krass staunen. Interessant, dass auch hier das Wetter so stürmisch uns ist und dass auch der Käfig anders geschützt ist als andere und dass er auch irgendwie viel größer aussieht. Und das Interessante ist, er wird mit Blitzen gefüttert. Das ist natürlich auch sehr interessant. Man kann auch mit dem kämpfen, weiß ich nämlich auch. Aber das wird sehr schwierig werden, denn je mehr Gegner dein Boss in einem Kampf besiegt, desto besser fällt die Belohnung aus, die du erhältst. Ja, man sieht wirklich, wie schwach er denn ist. Wir könnten vielleicht mal so einige Missionen abschließen. Wo sind die denn jetzt hier? Hä? Da. Ja, gut, das kann ich jetzt gerade nicht. Wir könnten Tiere streicheln. Kann man den eigentlich auch streicheln? Nicht so wirklich, ne? Also hier hat er den Sound des T-Rexes. Okay, man kann ihn auch nur schlagen. Okay, das ist interessant. Ja, also es ist zwar übelst cool, aber das ist wieder absolut sehr aufwendig, wieder sehr viele diese DNS zu sammeln, um ihn dann zu stärken, weil ich kann das euch gleich präsentieren, und zwar wenn wir jetzt gleich mit ihm kämpfen. Er wird nämlich nicht lange durchhalten, weil er leider nicht so stark ist.
Das ist einfach der Nachteil, wenn man ihn noch nicht so hoch gefüttert hat. Und wenn man ihn auch nicht mit füttern kann. So. Noch ein paar. Ja, ich bin nur noch sehr viel am Tun und Machen und weiterentwickeln und so. Deswegen, er wird auch nicht allzu viel Jurassic World The Game kommen. Weil, ja, das, ich kann da halt nicht viel machen, außer viel weiterentwickeln und kämpfen und besser werden. Wenn irgendwas Cooles ist am Start, dann nehme ich das natürlich auf jeden Fall auf. Aber so richtiges Projekt wird das nicht sein. Also, ihr seht ja schon, es ist jetzt nicht die gleiche Welt, beziehungsweise Spiel. Wie kann ich das jetzt so sagen? Das ist jetzt nicht wirklich, ne? Den gleichen Spiellevel sind komplett andere, wo ich hier auch wieder komplett von vorne anfange. Obwohl, hier bin ich schon etwas weiter. Aber auch nicht zu weit, denn ja, ne, da haben wir ja so einige tolle Dinos bekommen. Oder coole bekommen durch coole Events. Zum Beispiel auch den Indominus haben wir ja da gemacht, den kann ich hier auch machen. Das dauert allerdings noch eine Weile. Also den Velociraptor kann ich easy peasy auf Stufe 40 hauen. Aber beim T-Rex wird das leider etwas schwieriger. So, jetzt haben wir hier, ne, eine Mission abgeschlossen. Genau, 10 kann man machen. Wir müssen allerdings ein paar Dinos streicheln. So, und ich werde hier noch so ein paar, ne, paar Entwicklungen machen, denn, ne, da fehlen nämlich so ein paar noch. So, das müsste jetzt, guck mal, da haben wir schon 2. Ja, das in drei Tagen muss man das gemacht haben. Also das ist schon, ne, das ist schon, ja, 36. Schade, okay, wir können leider nicht höher füttern. Ja gut, ich bin auch nicht allzu wirklich weit. Ach so, wenn ich noch zeigen kann, ist, glaube ich, der hier, war das der, genau. Der Leoplol hat auch einmal, oder beziehungsweise hat er, aber auf jeden Fall ist es schon eine Ewigkeit hier. Weil ich auch immer die Pakete hier schön öffne. Ja, dieser coole irgendwie komisch, nur da, ne? Irgendwie nur da. Hier ist jetzt nicht allzu viel am Start. Ihr seht, hier habe ich auch nicht allzu krasse Dinos. Ihr habt gerade die beiden, beiden gesehen. Ich glaube, mehr habe ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist das Level 20, deswegen. Velociraptor ist auf jeden Fall sehr weit hoch. Der müsste hier sein, ne? Ja, guck, da fehlt nämlich noch einer. Ja, deswegen werde ich hier noch sehr viel entwickeln müssen. Ja, deswegen wird hier nicht allzu viel, ne, was kommen, aber da wird schon mal was ab und zu mal kommen. Ja, also, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr zufrieden mit dem. Nur echt cool, nee, echt schade, dass er sehr viel Platz in Anspruch nimmt. Der Käfig. Also ich lass jetzt den Sound doch an, weil das, der ist nämlich echt cool. Da ist er. Jetzt haben wir auch ein Abzeichen. Oh, sogar 2. Einer fehlt trotzdem. Mist. Was wir jetzt machen könnten, was gibt's denn hier? Genau, Omega 09 gibt es wieder Jurassic Park T-Rex. Aber da habe ich da schon teilgenommen? Ja, ne? Ja, habe ich, genau. Ich habe da schon dran teilgenommen. Die kann ich vielleicht noch
nicht in diesem Video machen, denn ich werde nicht allzu viel schaffen können. Was wir machen könnten, das können wir jetzt zum Beispiel nicht machen, weil das ist, glaube ich, viel zu stark oder viel zu heftig. Was wir machen könnten, ist das hier in gegen 20 Gegner antreten lassen. Kostet 20 Dollar. Ja, dieses Bild finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ah, guck, dann, das steigt hier so stufenmäßig auf. Und dann kriegt man dann tolle Belohnungen. Wir werden auf jeden Fall ganz sagen. Die werden nicht weit kommen. Guck mal, wie wenig Leben da ist. Das war ja auch Dings. Das ist das Problem am Anfang, wenn der halt nicht so stark ist. Und jetzt kriegen wir ultra krasse Preise. Ja, wow. Okay, hier gibt es mehrere Turniere. Ja, man kann drei einsetzen. Okay. Was wir jetzt machen könnten, ist das hier zum Beispiel jetzt. Ja, also ich finde zwar richtig geil, dass sie es gemacht haben. Am Anfang wird es halt ein bisschen schwierig, weil er nicht allzu stark ist und man kann ihn auch nicht allzu krass holen, krass pushen, leveln, wie auch immer. Da muss man jetzt ganz, ganz zügig hier die Dings-Mission machen und so viele sich holen, dass man eben weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, weiter, weiter und weiter und ach, was ist das, was hochbringen kann, sodass er auch viel stärker ist. Meine ist...
eingesetzt haben, für den, dass man nur diese seine Waffe einsetzen kann, um gegen normale Dinge zu kämpfen. Und das finde ich ziemlich cool. Nur halt am Anfang ist er ziemlich blöd, wenn der auf Low Level ist, kann man jetzt mal kurz sagen, nicht allzu viel Energie und Leben hat und Energie und Leben ist das einfach. Also Leben und Angriff, also das, ja, da muss man halt sehr, am Anfang dann sehr viel, ne, an diesen Missionen machen. So viel und die Gegner werden auch nicht werden auch stärker, die werden so bleiben, aber es werden andere Seltenheitsstufen. Ich glaube, da werden die Legendären kommen, soweit ich weiß. Weil manchmal vertue ich mich da zwischen Dragon City und Jurassic World Game. Aber es müsste ja eigentlich so heißen, oder? Huch. Ja, das war also, ne? Da muss ich halt sehr cool machen. Also wenn ihr, auch wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr auch was ihr dazu halt, wenn ihr dieses Spiel habt, natürlich. Es ist jetzt, ja, es ist... weil ich fange ja komplett von vorne an. Also ich bin jetzt schon hier etwas weiter. Ich muss da hier auch wieder auch vieles auch neu aufbauen. Also, ich will zum Beispiel den Indominus, ja, die Tiere will ja auch alle hatten. Jetzt ist auch eigentlich für die Wurst. Ja, ich bin dann so, ne? Ich werde auch nur ab und zu Dragon, genau. Mann, was mache ich denn da jetzt schon wieder? Ich komm, bringe das komplett durcheinander. Ich rede jetzt eigentlich von Jurassic World Game, dass ich das regelmäßig bringe und dann auch nur dann. Wenn ich wirklich was Krasses habe, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, den Indominus Rex. Sagen wir jetzt mal den Indominus Rex, kreuzen kann, dann werde ich das auch schon so ein bisschen vorbereiten, weil er natürlich dann auch länger ein bisschen braucht. Ja. Boah, diese Missionen sind aber auch irgendwie doof. Gewinne 20 Kämpfe mit Mods. Ich hab nicht so viele. Achso, das ist das. Kreuze zwei Pflanzenfresser. Was? Hä? Oh Gott, der Stego brauchte mal da noch eine Weilchen. Eine ganz schöne Weile. Wo ist der denn überhaupt? Oh Gott. Also das wird ja wohl eine Ewigkeit dauern. So, den habe ich auf Stufe 30 schon mal. Ey, gut, das sind mal keine zwei Pflanzenfresser. Kann ich ja den schon mal ausbrüten. Ja, ist natürlich jetzt ziemlich blöd. Besiege 7 Gegner. Ich kann mal einen Kampf machen. Schwieriger vorgestellt mit diesen 7 Gegner bekämpfen.
Folge nicht allzu lange ist, weil ich glaube, ihr habt auch schon mitbekommen, dass das Video, die letzte Folge von Dreads ultra spät online kam. Das lag daran, dass ich nicht lange dran bearbeiten konnte. Das ist schon lang. Es war Video dann hochgeladen. Rätselhaft. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe vor 16 Uhr es quasi zum also hochgeladen. Aber der brauchte einfach eigentlich sogar ziemlich lange, bis spät in die Nacht. Das war jetzt wirklich sehr komisch. Deswegen, ja, das lag wirklich an dem mir jetzt echt auf den Nerven mit deinen. Das ist dann irgendwie die Videos dann nicht allzu lange halten, weil ich. Weil das hat mich schon sehr gut gemacht. Das ist echt cool. Also das ist echt heftig. Also das will ich jetzt nicht mehr haben, denn ja, das ist wirklich. Ich muss auch gerade mal überlegen, wie lange ich das Video jetzt mache. Hat er jetzt alles eingesetzt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, dass ich jetzt noch diesen Kampf, also diese Runde, das noch machen werde. Dann werde ich dann auch aufhören und dann werde ich die Kämpfe einfach offline machen. Weil, ja, erstens die Kämpfe noch sehr lange, da muss ich auch sehr gut konzentrieren. Okay, ich bin jetzt der Raptor Gen 2. Wenn ich jetzt nicht so viel krass von mir bin, kann ich auch mit denen eigentlich knapp machen. Achso, dann seine spezielle Karte. Ja, seine spezielle Karte von dem Boss. Also, das war hier, wie gesagt, jetzt alles gleich offline, ne? Okay, das ist natürlich auch doof, dass es dann für beides ist. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, wir kämpfen noch einmal mit dem Boss, um die Spezialattacke zu sehen. Eigentlich müssten wir das. Eigentlich müssen wir das sogar. Weil wir es nicht geschafft haben. Weil der macht auch. Oh, ich bin wieder am Start.
wirklich einmal nur. Ich werde hier nicht allzu weit kommen, wie auch immer. Am Anfang zumindest werde ich nicht allzu viel kommen. Oh wow, das ist ja viel Gold. Das ist ja extrem viel Gold, das wir hier gekriegt haben. Ja, also ich werde jetzt hier die restlichen Kämpfe abschließen, die es hier noch gibt. Und da würde ich auch schon sagen, das war's von Jurassic World The Game. Wir werden uns im nächsten Video dann sehen, wenn wir... Genau, jetzt haben wir zumindest auf Stufe 5 schon mal gehauen. Aber da wird noch sehr viel kommen müssen. Ja, wir werden uns im nächsten Video bei Dragon City auf jeden Fall wiedersehen. Ich werde dann auch nur Jurassic World The Game machen, wenn halt irgendwas ansteht oder wenn ich irgendwie kurz davor bin, irgendwas Cooles zu kriegen oder was auch immer. Zum Beispiel in Dominus. Und wenn irgendwas Cooles kommt, zeige ich das auf jeden Fall euch. Das ist kein Problem. Aber so richtig aktiv werden die Videos in Jurassic World The Game nicht werden, sondern erst nur in Dragon City. Sobald meine PS4 repariert ist und da wieder alles gut läuft, dann kann ich auch wieder, auch weit mehrere Videos hochladen, wie zum Beispiel kann ich dann auch Jurassic World Evolution machen, denn ja, ich habe es zwar noch nicht komplett durchgespielt, ich muss wieder, glaube ich, wieder komplett von vorne anfangen, aber ja, ja, das kann ich zum Beispiel auch tun oder wie auch immer. Wir werden natürlich auch gucken, aber zuerst, Erst die PS4, wenn wir die reparieren können, wenn es nicht so teuer wird, wie auch immer, das wird sich auf jeden Fall alles noch ergeben, die Laufen der Wochen. Und wir sehen uns im nächsten Dragon City Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!